Max Ukrai kommt nach Hause. Und das ist bei ihm nach wie vor sein Elternhaus in Heckfeld bei Lauda Königshofen. Der 2,1 Meter große Basketballer bückt sich schon automatisch bei jeder Türe. Früher wollte er unbedingt kleiner sein. Heute wäre er gerne ein bisschen größer. Ja, das war mein Fehler wahrscheinlich früher, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr so viel wachsen. Da sollten es eigentlich, also durch diese Handwurzelausmessung, sollten es 2,3 Meter werden. Das wäre jetzt nicht schlecht, wenn ich noch so groß werde, weil wenn ich auf der Position des Power Forwards auf der 4 spielen will, dann wären die ein oder anderen Zentimeter ganz praktisch. Ja. Früher wolltest du das nicht beim Fußball? Ja, beim Fußball wollte ich das nicht haben, weil es gibt nicht so viele berühmte 2-Meter Fußballer. Ich glaube, wir haben mich früher alle mit Jan Koller, glaube ich, verglichen, dem Riesenstürmer damals. Er hat lange Fußball gespielt, bis zur C-Jugend. Erst dann kam er zum Basketball, wechselte in die Sportklasse des Würzburger Deutschhausgymnasiums. Wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag schließlich unterschreibt er seinen ersten Profivertrag bei den S. Oliver Baskets. Dort spielt er momentan als Vollprofi. Das Studium muss nach dem mit 2,2 bestandenen Abitur noch warten. Es ist auch so, dass ich noch nicht so genau weiß, was ich studieren will. Und da habe ich mir gedacht, so ja, 1-2 Jahre kannst du schon ruhig mal Vollprofi machen. Also, wird wahrscheinlich auch irgendwann langweilig werden, aber im Moment gefällt es mir auch nicht ganz gut. Aber jetzt muss ich mal gucken, wie weit sich das entwickelt. Also nächstes Jahr in der BBL hoffentlich. In der Abstiegssaison kam er zu seinen ersten Bundesliga-Einsätzen. Trotz des sportlich erfolglosen Auftretens der Baskets war es für ihn ein erfolgreiches Jahr. Ja, das letzte Jahr war sehr erfolgreich. Also alles angefangen mit dem All-Star-Game und dem MVP-Titel. Also das war für mich persönlich ein guter Erfolg. Dann mit dem Aufstieg in die Pro B mit der Regionalliga. Auch in der BBL lief es am Ende dann ganz gut. Da durfte ich viel spielen und habe dann auch mein erstes Spiel in der Starting Five am letzten Spieltag gehabt, was auch ein persönliches Highlight von mir war. Und am Ende der Saison war dann auch noch die U20-Nationalmannschaft, wo wir dann 14. Platz belegt haben. Das war okay, das Ergebnis, aber auch das Turnier lief für mich persönlich jetzt ganz gut. Mit 9 Punkten und 5 Rebounds pro Partie ist er bei der U20-Europameisterschaft einer der treffsichersten Deutschen und das als jüngerer Jahrgang. Im letzten Spiel gegen Serbien geht es um den Gruppensieg. Deutschland verliert in der Verlängerung, wird deshalb sogar nur Vierter und scheidet aus. Der Heckfelder zeigt dabei gute Nerven und rettet das deutsche Team immerhin in die Verlängerung. Wir hatten, glaube ich, im letzten Viertel dann mit 10 Punkten Rückstand oder irgendwie sowas aufzuholen und haben wir dann auch geschafft mit dem letzten, also wir hatten den letzten Angriff, waren 2 Punkte hinten, habe ich den Ball bekommen und bin zum Korb gezogen, wurde dann gefoult mit, ich weiß nicht, wie viele Sekunden noch übrig waren, auf jeden Fall nicht so viel und musste dann beide Freiwürfe reinwerfen und ja, was mir dann auch geglückt ist, also bei den rutschigen Bällen, also es war nicht so einfach. Während der Titelkämpfe hat er bereits sein 100. Länderspiel absolviert und auch bei den Baskets will und soll er künftig eine tragende Rolle einnehmen in beiden Mannschaften. Ja, also in der Pro A will ich ein wichtiger Teil der Rotation sein. Auf der 4 spiele ich meistens in der Pro A und da einfach mein Bestes geben und auch gegen die Besten zeigen, was ich kann. Und die sollen nicht denken, dass nur weil ich ein Jünger bin, dass ich da zurückstecke. Müssen sie sich schon anstrengen. Und in der Pro B soll ich der Leistungsträger sein und das will ich auch so annehmen, die Rolle, und mich da zeigen. Und dafür trainiert er bis zu 11-mal die Woche, um irgendwann mal in der BBL für Aufsehen zu sorgen. Vom beschaulichen Heckfeld aus in die großen Arenen Deutschlands. Das ist der Traum des bodenständigen Basketballers. Ja, also hier nach Heckfeld habe ich noch ganz gute Beziehungen. Also hier sind 2 meiner besten Freunde noch, also, oder viele meiner besten Freunde auch. Mit denen treffe ich mich ab und zu. Aber also umso intensiver die Saisonvorbereitung ist, umso weniger komme ich nach Hause, weil es auch unheimlich anstrengend ist, direkt nach dem Training dann die 40 Minuten zu fahren und dann am nächsten Morgen noch ein bisschen früher aufzustehen, um ins Training zu kommen. Und ja, es wird eigentlich von Jahr zu Jahr weniger, wo ich hier bin, aber sicherlich werde ich immer irgendwie so ein Heckfelder bleiben oder ein Taubertäler. Ja.